Liebe Frau, hier ist euer Steinwallen. Ich habe noch ein bisschen nachgedacht über die Ereignisse der letzten Folge und ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass unser Herzog Angelbotto es diesem Mann zu verdanken hat, dass er die nächste Stufe in der Karriereleiter aufgestiegen ist, dass er in den Rat des Königs berufen wurde. Denn dies ist unser Ritter Boson und dieser Boson, der ist ja Pionier. Also Belagerungsexperte. Wir haben ihn ja mit runtergeschickt, mit der königlichen Armee. Und ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass er beide Belagerungen angeführt hat. Und deshalb wird ihm eben diese große Beteiligung an diesem Krieg gut geschrieben und damit uns gut geschrieben. Und das hatte eben zur Folge, dass der König uns nun unfassbar schätzt. Unfassbar schätzt. Und uns deshalb in den Rat berufen hat. Ja, insofern sind wir jetzt nun wirklich zufrieden und glücklich und ich denke jetzt, unser Ehrgeiz zielt jetzt vor allem darauf, dass wir die Sache im Rat jetzt gut machen und dass wir Sprachen lernen. Ich glaube, dieses Ereignis ganz am Anfang, das war so eine Initialzündung, das war so ein Moment, das soll nie wieder passieren, so nach dem Motto, dass er in solche Situationen kommt und ja, und aus dem Grund versuchen wir Hochdeutsch zu lernen. Wir werden vielleicht noch andere Sprachen versuchen zu lernen, leider sind wir nicht gut darin. Ich denke aber, wenn es wieder möglich ist, ich glaube so in drei Jahren ungefähr, werden wir, glaube ich, unseren Schwerpunkt auch ändern in Richtung Bildung und zwar in den Richtung des Teils, wo man leichter Sprachen lernen kann. Aber eine Sache können wir jetzt schon machen und zwar haben wir einen Enkel und im Kindesalter ist es möglich, Kindern auch eine Sprache beizubringen. Dazu brauchen wir den Tutor, den haben wir ja schon. Und dann brauchen wir jemand, der eben dieses Deutsche spricht. Und das ist eigentlich hier am Hofe nur unsere Gattin. Und die muss jetzt mal über ihren Schatten springen. Ich meine, das ist nicht ihr Enkel, ne? Ich hoffe, sie macht es trotzdem. Sie soll mal damit loslegen. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Okay, und ja, ansonsten lassen wir mal weiterlaufen und gucken, was passiert. Ich habe mich mal international ein bisschen umgeguckt, aber da ist jetzt zumindest in der näheren Umgebung nichts Großartiges geschehen. Wir gucken hier immer mal rein, was hier in der Nachbarschaft los ist. Toskana sehen wir Krieg um Anspruch von Graf Berardo auf das Herzogtum. Okay, ein Graf will hier alles. Graf Berardo von Siena. Könnte sein, dass er hier komplett das übernimmt. Er hat ein paar lokale Verbündete. Aha, interessant. Okay, das ist natürlich auch für den Rat relevant. So, für uns jetzt erstmal relevant, dass wir hier einen weiteren Vorzug verfügbar haben. Wie gesagt, ich will wechseln, aber derzeit geht das noch nicht. Die Frage ist, was machen wir? Was passt jetzt für uns am besten? Beeinflussungskomplottstärke ist, glaube ich, wichtig für uns, ja. Feste Hand ist nicht so entscheidend. Anfreunden. Das ist natürlich auch eine nette Möglichkeit. Ich denke, ja, ich denke, das machen wir. Leute, ich stelle mir jetzt gerade schon vor, wie es wäre, wenn wir uns mit dem König selbst noch anfreunden. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist für unseren Ehrgeizling noch der nächste Schritt. Ich denke, wir warten erstmal ab, ob wir unseren Grafen Boson, unseren Vasallen hier noch beeinflussen können zu unserem Gunsten, dass wir in unserem eigenen Herzogtum auf der sicheren Seite sind. Und dann werden wir mal versuchen, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass wir im Rat sind, mit dem König enger Kontakt aufzunehmen. Gastfreundschaft. Je mehr ich die hohe Form der Staatskunst studiere, desto klarer wird mir, wie wichtig gute Beziehungen zu meinen Nachbarn sind. Ich sollte einen von ihnen an meinen Hof einladen, um zu zeigen, was für ein guter Freund ich sein kann. Aber wen soll ich einladen? Das ist interessant. Das ist deshalb interessant, weil wir von dem ja auch eine Sprache lernen können. Wartet mal. Also, einen Jarl aus Holland, das ist sehr weit entfernt. Modros, wo befindet sich Modros in Kroatien? Ja, oder Fürstbischof Berthold von Koblenz. Ich glaube, das ist passender, weil wir ja eh Deutsch lernen. Ich glaube, das ist passt noch mehr. Dann können wir uns vorstellen, dass wir vielleicht noch eine weitere Möglichkeit haben, das zu lernen und anzuwenden. Okay, es gibt hier einige Möglichkeiten, was jetzt hier passieren könnte. Insofern warten wir mal ab, was dann passiert. Okay, seid gegrüßt. Ich danke euch aufrichtig für die Einladung. Meine Gefolge und ich werden in ein paar Wochen in der Provence eintreffen. Interessant.
Okay, also ist er erster Ratsmarschall von Fürst Erzbischof Willibert in Koblenz. Ein guter Kämpfer, interessanterweise. Okay. Naja, okay, ein Lothringen. Alles klar. Judith weist dem Bediensteten ihre Arbeit zu. Was passiert da? Ich bin mal gespannt. Also, ist er jetzt lange an so einem Hof? Kostet es uns was? Eine herzliche Begrüßung. Unser mit Freude erwarteter Gast, Fürstbischof Bertolf, ist endlich eingetroffen. Heute Abend gibt es ein Festmahl zu Ehren unseres Besuchs aus dem Ausland. Meine Gemahlin Judith hat sich schier verausgabt mit Planung und Vorbereitung. Sie fragt mich, ob ich noch letzte Vorschläge oder Wünsche habe. Tja, haben wir das? Großzügig, treuherzig. Spezialitäten aus Koblenz? Extravagant? Also gut, wir sind großzügig. Ich würde sagen, da passt extravagant ganz gut. Geben wir 15 Gold dafür aus. Das Ergebnis hängt allerdings von der Persönlichkeit von Fürstbischof Bertolf ab. Okay, alles klar, wir gucken mal. Er ist tapfer, keusch, treuherzig. Ja, was sagt uns das? Nö, ich würde sagen, wir machen das mal. Dann schlägt hier unsere Persönlichkeit eben stärker zu. Okay, der Besuch läuft gut, prima. Bewegung oder Entspannung. Der Himmel ist klar und blau. Wie es scheint, werden wir heute vorzügliches Wetter haben. Eine hervorragende Gelegenheit, meinem Gast Fürstbischof Bertolf die Schönheit des Landes zu zeigen. Ob er wohl gern auf die Jagd gehen möchte oder bevorzugt er ein gemütliches Essen in der Sonne? Das ist eine gute Frage. Treuherzig, keusch, tapfer. Er ist ja scheinbar irgendwie so ein Kämpfer, ne? Also ich denke schon, das gibt es jetzt unsererseits nicht so sehr rollenspielerisch, sondern wir versuchen natürlich als Diplomat es unserem Gast so gut wie möglich gehen zu lassen. Insofern, er macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er jetzt der große Esser ist. Ja, ein Jagdausflug, denke ich, wäre perfekt. Okay, er genießt die Jagd, hervorragend. Fröhlichkeit oder Andacht? Ich würde meinem Gast, Fürstbischof Bertolf, gerne die kulturellen Höhepunkte der Provence präsentieren. Ob er wohl lieber einen Ball mit allen Fürsten und Edeldamen des Hofes besuchen würde oder unser wichtigstes Gotteshaus. Naja gut, es ist jetzt ein bisschen albern zu sagen. Ich meine, er ist Fürstbischof, ne? Nee, komm. Ich denke schon, dass wir ihm das Gotteshaus zeigen. Aber das mag er nicht. Ich habe schon geahnt. Er findet es schrecklich. Egal. Ja, alles andere wäre, das liegt dann eher an ihm als an uns. Das andere wäre unangenehm dessen gewesen. Euer Sohn und Erbe ist höchst interessant. Der guckt immer so griesgrämig aus der Wäsche, habe ich das Gefühl, sagt Fürstbischof Bertolf, während er gedankenverloren in sein Getränk schaut. Seine Augen weichen nicht mehr von Erlulf, der ein Stück entfernt am Tisch sitzt. Was ist hier los? Hätte ich wohl eure Erlaubnis, eine private Audienz mit Fürst Erlulf zu vereinbaren? Natürlich nichts Unschickliches, nur ein kleines Abendessen in meinen Gemächern. Okay. Also zuhören werden wir nicht, wir sind treuherzig. Wir sind treuherzig, ja, wir machen das. Oh, natürlich, das wäre kein Problem. Wir werden nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Um ehrlich zu sein, ich will es auch gar nicht wissen. Ja, dann viel Spaß beim Abendessen. Ein währender Bund. Nach einem durch und durch angenehmen Aufenthalt bereiten sich Fürstbischof Bertolf und sein Gefolge auf die Abreise nach Koblenz vor. Bevor der Fürstbischof in seine Kutsche steigt, umarmt er mich herzlich und bedankt sich bei mir, und auch meine höchst bezaubernde Gemahlin wird ausdrücklich gelobt. Was ist mit unserem Sohn? Ich hätte jetzt erwartet, er sagt, unser höchst bezaubernder Sohn, aber nein. Ich verspreche, das Kompliment auszurichten. Okay, hoffentlich besucht er mich bald wieder. Wir gewinnen Meinung voneinander. Ich würde mal sagen, wir werden den mal hier ein bisschen anpinnen. Wer weiß, ob wir nochmal auf den zurückkommen. Aber wir halten auch einen Diplomatie-Lebenswandel-Vorzug. Wow, das ist ja wirklich krass. Okay, dann gucken wir mal, was wir da weitermachen. Gut, wir wollen uns befreunden.
Aber das ist ein anderes Komplott als beeinflussen. Aber das ist auch eine gute Sache. Beeinflussen Komplott stärker, das kann helfen. Herz der Familie, das passt nicht so sehr. Ich würde sagen, ja, wohl meiner Wille machen wir mal. Wechseln können wir noch nicht. Ich habe ewig gesucht, ehe ich gefunden habe, wo es angezeigt wird, wann man wechseln kann. Das ist hier, wenn man hier rüber geht im Tooltip, 1. Januar 872. Nun gut, okay, die Sache ist bald vorbei, dann können wir uns an den König ranmachen. Ja, Graf Boson ist beeinflusst, damit sollte jetzt auch wirklich Frieden in unserem kleinen Herzogtum herrschen. Und dann wenden wir uns mal dem König zu und die Idee ist, dass wir versuchen, Freund des Königs zu werden. Oh, 43%. Ah, schaut mal, was steht dagegen? Das Entscheidende, sonst hätten wir leichtes Spiel. Wirklich leichtes Spiel. Aber er ist gierig und wir sind großzügig. Und hier kommt wieder zum Tragen, dass wirklich, und ich verstehe es nicht, bitte Paradox, mach doch neben gierig noch ein geizig. Gierig und großzügig schließen sich nicht unbedingt aus, meines Erachtens. Hier ist es klar, dass gierig geizig meint. Und wenn man geizig ist, dann findet man großzügig vielleicht doof. Okay, wie auch immer. Insofern, das ist das Problem jetzt. Aber ich würde sagen, wir versuchen es trotzdem. Klar, wir sind ehrgeizig. Das wäre eine wunderbare Gelegenheit. So, gleich kommt die Geschichte auch mit der Sprache noch. Erfolgschance leider nur 35%. Wir müssen mal gucken, vielleicht können wir mit unserem Fürstbischof da was dealen. Ernsthaft? Wir haben Erfolg? Nach viel harter Arbeit habe ich endlich die hochdeutsche Sprache gelernt. Endlose Stunden, in denen ich die Betonung übte, schlaflose Nächte, in denen ich den Tonfall nachahmte, unzählige Stunden, in denen ich die Intonation meisterte. Am Ende hat sich all das gelohnt. Während meiner Studien habe ich zudem versucht, den Akzent von Herzog Konrad zu imitieren. Ich bin mir sicher, er wäre von meinen Ergebnissen beeindruckt. Und natürlich achten mich die bayerischen Bauern jetzt viel mehr. Ja, Gott sei Dank habe ich nichts mit bayerischen Bauern zu tun. Ja, okay, wir erlernen die Sprache Hochdeutsch. Ist ja super. Und vielleicht sollte ich einen Brief in hochdeutscher Sprache an Konrad senden. Gut, wir lernen aber auf jeden Fall Hochdeutsch. Das wird dadurch nicht in Frage gestellt. Ich denke, klar, probieren wir es doch direkt. Machen wir das. Und das Ganze war erfolgreich. Wir beeindrucken ihn und schaffen es. Was ist hier nochmal die Event? Gewann 25 Meinung. Nähert sich eine Freundschaft. Der ist doch hervorragend. Ja, und wir können Hochdeutsch, Leute. Wir können natürlich die Sprache jetzt nicht mehr lernen. Ja, jetzt ist noch die Frage, was machen wir? Was nehmen wir als zweite Sprache? Und das ist relativ einfach. Denn unser König spricht Französisch. Und das ist die zweite Sprache, die wir unbedingt lernen sollten. Fantastisch. Sagt mal, wenn wir jetzt Hochdeutsch können, das heißt, wir... Wo wird das eigentlich uns angezeigt? Wo sehen wir eigentlich, welche Sprachen wir können? Hier, da wird es angezeigt. Ja, aktuelle Fremdsprachenstelle 1 von 2. Das heißt, zu allen... Und die auch Deutsch können, haben wir jetzt tendenziell eine leicht bessere Beziehung. Genau, ihr seht es hier. 50% weniger Abzug aufgrund der Kulturakzeptanz, aufgrund der gleichen Sprache. Und das bedeutet auch, dass wir uns mit unserer eigenen Frau jetzt besser verständigen können. Weil sie spricht ja auch Hochdeutsch. Sie wollte uns das bloß nicht beibringen, weil sie paranoid ist. Sie dachte, es wäre für sie von Nachteil. Okay, Leute, wir suchen uns jemanden, von dem wir Französisch lernen können. Und jetzt ist die Frage, wer könnte es sein? Direkt beim König zu lernen, finde ich irgendwie absurd. Wir gucken mal, am Hofe gibt es jemanden, der Französisch spricht. Nein, aber ich weiß, bei den Vasallen gibt es natürlich jemanden, nämlich Graf Boson. Der spricht, glaube ich, Französisch. Jawohl. Ja, dann machen wir das mal, ne? Dann versuchen wir mal hier einen Spracherwerb. Hier sind wir schon bei 55%. Okay, aufgrund der gemeinsamen Herkunft plus 25 und aufgrund der Zahl der bereits erlernten Sprachen plus 5. Sehr gut. 3 Jahre dauert es allerdings.
Ja, wir versuchen es. Großartig. Ob das dann nochmal zum Tragen kommt? Wie ist das hier bei den Beziehungen? Ah, schaut mal. Hier haben wir nicht den Bonus oder den geringeren Malus bei der Kulturakzeptanz, weil er persönlich... Ah, er persönlich spricht... Genau, auch Französisch und Hochdeutsch. Aber Französisch ist nicht seine... Hochdeutsch ist nicht seine erste Sprache. Oder, warte mal, warum... Warte mal, ah ja, 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 genau. Er ist von französischer Kultur, das heißt, um diesen Meinungsabzug zu kriegen oder die Verbesserung, müssen wir Französisch sprechen, genau. Alles klar, die Hofsprache reicht dann nicht. Aber die wird am Hofe natürlich wichtig sein, bei irgendwelchen entsprechenden Ereignissen. So, ist hier noch was Neues? Nö. Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber mein Vasall, der Bürgermeister von Orange, wird immer kühner. Bürgermeister Aton. Der hat aber keine... Doch, der hat eine Funktion, der ist Ritter. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt bei meinen Vasallen. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihn nicht an seinem Schwachpunkt angreife. Nun gut, jetzt muss man aber bedenken... Warte mal, wir haben den minus 42. Er möchte in den Rat. Wir haben ihn aus dem Rat geworfen. Deswegen ist er jetzt so ein bisschen pikiert. Jetzt muss man aber an uns auch ein bisschen denken. Großzügig und treuherzig. So, was machen wir? Ich ignoriere ihn und stehle mir seine Ideen. Ich vergesse ihn einzuladen, damit er im Dunkeln tappt. Ich werde ihm alle Probleme in die Schuhe schieben. Ja, das passt alles nicht so richtig zu treuherzig und großzügig. Also am ehesten tatsächlich noch, dass wir ihn ignorieren und seine Ideen stehlen. Aber hier geht es darum, wie er drauf ist. Ah, okay, darum geht's. Ihr glaubt, dass Aton unentschlossen, lethargisch oder ambitionslos ist. Gerecht, unersättlich, demütig. Ihr glaubt, dass Aton wankelmütig oder wenig an anderen interessiert ist. Ihr glaubt, dass Aton gewissenhaft ist oder zumindest möchte, dass die Leute ihn respektieren. Nicht sonderlich diplomatisch, aber dennoch wirksam. Ja, ich denke, also seine Demütigkeit... Ach, ich weiß nicht, wir ignorieren ihn. Okay, wir haben ihn nicht manipuliert. Meinung weiter verloren. 57 jetzt. Okay, aber eigentlich auch eine unbedeutende Person. Da müssen wir uns jetzt auch keine so großen Gedanken drüber machen, würde ich sagen. So, spannend ist das hier natürlich, was das mit dem Befreunden wird. Erfolgschance 53%. Mal sehen, vielleicht passiert da noch was. Wie sieht es jetzt aus in der Toskana? Adalberto scheint den Krieg zu gewinnen, obwohl er eigentlich weniger Truppen hat. Er scheint die Schlachten cleverer zu schlagen, aber es heißt nichts, denn hier wird direkt nochmal belagert. Oh, was ist denn jetzt los? Verdammt, Graf Boson wechselt auch noch die Kultur ins Okzitanische. Ich meinte, das ist an sich für uns keine schlechte Sache. Interessant, warum hat er das gemacht? Unsere Beziehung wäre natürlich jetzt immer besser dadurch. Spannend. Okay, sein Haupterbe... ist auch okzitanisch. Nun ja, okay. Das heißt aber, wir können nicht von ihm Französisch lernen. Und das Ganze ist abgebrochen. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Okay, also wir haben bei uns niemanden. Wir haben einen fränkischen Gast. Das nützt uns auch nicht, weil das auch Hochdeutsch ist. Alle anderen sind okzitanisch, außer unser Bischof, der ist angelsächsisch. Das hilft uns auch nichts. Okay, wir müssen uns mal ein bisschen umgucken. Was ist denn hier los? Cisalpinisch. Wir haben ja noch Beziehungen, aber das sind auch alles Franken. Hier oben, das sind Bayern. Ich meine, wir könnten natürlich in die direkte Nachbarschaft mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man das da nicht auch nutzen kann.
Was ist immer schon mit ihm hier? Das ist der Nachbargraf, Graf Bernhard. Kann man bei ihm einfach auch die Sprache lernen? 60%? Ja, warum nicht? Ich würde sagen, dann senden wir so eine kleine Abordnung und bitten in diesem Punkt um Hilfe und Unterstützung aus der Nachbargrafschaft eines anderen Königreiches. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so bedeutsam. Ich würde sagen, ja, versuchen wir es mit ihm und bei ihm. Das Ganze scheint also etwas schwieriger zu sein. Aber das hier ist spannend. Noch 2 Monate, dann wissen wir mehr. Verwandte Geister. Nach mühsamer Vorbereitung konnte ich endlich ein wenig Zeit allein mit König Ludwig verbringen. Als Zeichen meiner Dankbarkeit lobte mein Freund einige Tage nach unserem Treffen meine Gastfreundlichkeit vor dem gesamten Hof. Er freue sich, so einen treuen und zuvorkommenden Vasallen wie mich in seinem Gefolge zu haben. Freunde wie mich finde man nur selten. Gut. Tatsächlich, es ist gelungen, Leute. Meine Herren, es gelingt hier aber auch alles. Und unser Prestige steigt ins Unermessliche. Wir stehen uns jetzt näher als je zuvor. Wir sind Freunde. Ich kann es kaum glauben. schaut euch dieses Prestige an. Wir sind bald hervorgetan und über 1000. Unser Einkommen ist gering, aber unser Ansehen ist groß. Was passiert hier in Toskana? Eine Schlacht wird geschlagen. 79%. Es scheint aber jetzt... Ja, jetzt scheint Adalberto mal verloren zu haben. Das ist jetzt wichtig. Boson ist verstorben. Der Nachbargraf. Und das bedeutet... es gab hier dementsprechend auch eine Erbteilung. Das ist interessant. Das gucken wir uns mal an. Also, wir haben hier Graf Simon. Das ist einer der Söhne. Graf Ogier oder Ogier oder wie auch immer. Ein anderer Sohn. Er ist mit Judith jetzt verheiratet. Mhm. Hat damit auch das Bündnis. Das Gute ist, dass sie natürlich jetzt schwächer sind. Die wollen alle in den Rat. Er ist zeugungsunfähig. Aber es gibt auch nur -50%. Also... Na gut, und er ist hinterlistig. Er ist aber ein guter Kämpfer. Ja, dann müssen wir gucken. Also, wir müssen den Rat irgendwie umbesetzen. Als Kanzler kommt Graf Ogier durchaus in Frage. So, plus 19. Gott, was für ein... Der sieht so jung aus, aber er ist 28. Was machen wir mit dem anderen? Schwierig jetzt. Ja, das Problem ist hier unser Fürstbischof auch. Der kann leider nur das machen. Oder hast du noch eine andere Kompetenz? Ja, 14, aber da können wir den nicht wegziehen. 7 im Ränkespiel. Und du hast 6 im Ränkespiel. Wir könnten ihn höchstens zum... Aber das ist unser Sohn. Ach, das ist ja auch wirklich verflixt, Leute. Ja, hilft nichts. Ich will ihn in den Rat bringen. Das gehört sich so. Und insofern werden wir ihn zum Ratspitzel machen. Und wir müssen gucken, dass wir die Beziehung irgendwie verbessern. Graf Simon. Elena ist dann nur noch unsere Ärztin. Okay, wir haben auch im Moment keine Beeinflussung mehr am Laufen. Dann würde ich sagen, starten wir das mal hier. 95%. Sollte eigentlich eine sichere Sache sein, dass wir das stabilisieren. Okay, und wir haben neue Vasallen. Die heften wir dann auch nochmal an. Und dann geht es weiter. Ja, aber im Prinzip, unser Herzog hat eigentlich jetzt im Wesentlichen fast alle Ziele erreicht. Das nächste wäre dann noch eben Französisch zu erlernen, um noch besser zu brillieren im Königreich Italien. Und jetzt kann man einfach nur gespannt sein, was der König eigentlich will. So, tatsächlich, Adalberto von Toskana ist gefangen genommen worden. Und damit gibt es einen neuen Herzog. Und zwar Herzog Berardo.
aus dem Hause der Bonifazi. Und der ist Italiener, interessanterweise. Ja, okay. Der ist hochgebildet, relativ talentiert im Bereich Diplomatie. Okay. Mal sehen. Das Verhältnis mit uns ist gut. Ah ja, okay, weil wir Grazkanzler des Lehnsherrn sind und natürlich eine gute persönliche Diplomatie haben. Das sichert hier unsere Stellung. Das ist schön. Mal schauen, ob er irgendwie... Ach, Mensch. Schon wieder annulliert. Warum? Und der neue Herzog meldet sich. Was ist mit dem los? Ist der gestorben oder was? Oder ist er auf Kriegszug? Kann das sein? Irgendwas ist annulliert worden aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber schauen wir uns das erstmal an. Also, seid gegrüßt, Herzog Angelo Botto. Ich habe Gutes über euch gehört und wäre an einem regelmäßigen Briefwechsel interessiert. Hoffentlich seid auch ihr dieser Idee zugetan. Ich freue mich auf eure baldige Antwort. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir einfach, weil wir treuherzig sind und uns freuen. Okay, es ist... Der hat den anderen Herzog abgesetzt, aber mit dem hatten wir persönlich nie ein Verhältnis. Insofern kann man das, glaube ich, machen, würde ich mal sagen. Ja, 15 Meinung auch mit ihm zu gewinnen, ist keine schlechte Sache. Danke für eure schnelle Antwort. Ich freue mich auf eure Briefe. Bitte wählt doch das erste Thema aus, das wir besprechen sollen. Okay, die hohe Kunst der Etikette. In dem Thema sind wir bewandert. Oder theologische Abhandlung, das wäre vielleicht so sein Thema. Ein Geschenk, nee. Ja, dann soll er uns doch mal was erzählen. Mal schauen, wie er reagieren wird. Ihr habt mich gründlich falsch eingeschätzt, wenn ihr meint, eure Kriecherei bringe euch weiter. Ich muss feststellen, dass auch Worte so leer sind wie euer Schädel. Unglaublich, dass ich unsere Freundschaft einst so wertschätzte. Ach Mensch. Berardo, was ist mit dir los? Okay. Gut, wir haben Meinung verloren, aber immerhin haben wir daraus etwas gelernt. Das ist sehr gut. Wir können aber, glaube ich, immer noch nicht wechseln. Aber bald. Aber wir haben noch einen weiteren Vorzug freigeschaltet. Und was machen wir? Inspirierende Herrschaft, Prestige pro mächtigen Vasall. Jeder Freund gibt reduzierten Anspannungszuwachs. Herz der Familie. Ich gehe mal lieber hier weiter. Vielleicht nehmen wir auch noch Schmeichler mit. Gut möglich, dass wir uns das noch nehmen. Dann können wir noch einfacher anfreunden. Ich denke, das ist ganz im Sinne unseres Herzogs. Okay, und damit beenden wir erstmal wieder diese Folge. Wieder ein nächster schöner Schritt erreicht. Wir sind ein Freund des Königs. Und ich frage mich, was hat der König vor eigentlich? Ah, schaut mal, das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Er ist offenbar auch irgendwie Diplomat oder der lothringische König. Hinterhältigkeit. Schwerpunkt auf Pflicht. Irgendwie ist es ihm gelungen, vielleicht haben wir ja auch dabei geholfen, ein Bündnis auszuhandeln mit König Lothar II. Diese beiden Mächte sind verbündet, ja, die gehörten ja auch ehemals zusammen als Reich. Bin mal gespannt, ob es da gemeinsame Ambitionen gibt, wie das hier außenpolitisch weitergehen wird. Oh, und ich sehe gerade, dass es hier passiert in der Nachbarschaft. Bayern hat sich auf ziemlich absurde Art und Weise unabhängig erklärt. Das Ostfrankenreich ist gespalten durch einen bayerischen Gürtel. König Karlmann ist Herrscher und in Bayern regiert Ludwig III., der Jüngere von Bayern. Auch interessant. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.